Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Es gibt neuen Content, und zwar vom Racim Studio. Das ist das Modding-Team, was sich unter anderem schon durch das GT-Pack einen Namen gemacht hat. Und dieses GT-Pack stellt die GT1-Klasse der 2004er FIA-GT-Meisterschaft dar. Und nun hauen die Modder den kleinen Bruder dieses GT-Packs raus, das GT-N-Pack. Und das besteht aus zwei Fahrzeugen, dem Darche 96 und dem Ferruccio 36. Der Darche ist dem Porsche 996 GT3 Cup nachempfunden, wiegt ca. 1150 Kilogramm und hat je nach Baujahr 370 bis 390 PS. Der Ferruccio symbolisiert den Ferrari 360 Modena GT und bietet ähnliche Performance. Wir schauen uns aber erstmal den Darche an. So, nun sitzen wir im Darche 96 aka im Porsche 996 911 GT3 auf Spa-Francorchamps. Und der 360 Modena ist auch mit dabei, der fährt da vor uns gerade weg. Wir sind im Track Day Setting. KI steht irgendwie auf 85%, was ganz leicht ist. Aber dafür mit hoher Aggression. Denn, und deswegen gucke ich auch die ganze Zeit schon im Rückspiegel, wir fahren im Multiglas, haben also auch das normale GT-Pack mit dabei. Und somit die starke Klasse auch auf der Strecke. Ich hoffe, die werden uns schön überholen. Und ich hoffe, wir kriegen einen schönen Eindruck vom Porsche oder Darche. Das Ganze in Virtual Reality, also auch das endlich dann mal seit langem wieder schön Urouge erleben, wie hoch es da geht, auch hier, wie bergab es geht. Alles so Sachen, die du nur mitkriegst, wenn du auf der echten Strecke unterwegs bist oder eben die Virtual Reality Brille auf hast. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Ich fahre mal ein bisschen, wärme die Reifen auf und lasse euch den Sound genießen. Salin ist 7 im Weg und hat uns da ein bisschen die Soundprobe vermasselt, aber der klingt natürlich auch mega geil. Und die Toxic Tina könnte hier theoretisch auch mitfahren. Denn auch die Viper oder Vortex, wie sie hier heißt, ist Teil des Racim Studios GT Packs, wo der Salin mit dabei ist und Ferrari und Porsche oder Ferruccio und Darche sind im NGT-Pack dabei.
weil beides Non-GT-Cars sind. Und das ist die Vorgängerklasse von der GT2. NGT-Cars sind als Multiclass-Erweiterung sozusagen für die normalen GT-Fahrzeuge in der Fiat GT unter anderem gefahren, wurden auch mehrfach eingesetzt. Hier müssen wir höllisch aufpassen. Wurden in mehreren Serien eingesetzt mit mehreren Reglements. Und ja, das Reglement ist auch gar nicht so wild. Hauptsache nicht mehr als 8 Liter Hubraum. Zwei Türen oder eine Tür reicht, glaube ich, aber zwei Sitze. Haben wir nicht. Ja, ihr wisst ja, ich kenne mich recht schlecht mit Rennsport aus. Ich habe mir nur mal kurz auf Wikipedia so die Geschichte von der NGT durchgelesen. Da müsst ihr euch mal selber informieren. Hier geht es hauptsächlich darum, euch die Karren zu zeigen. Zwei Fahrzeuge in diesem Paket kosten zusammen 6 Euro, also 3 Euro pro Fahrzeug. Dafür aber mit herausragender 3D-Qualität, sehr geilem Sound, wie ich finde. Und eine Fahrphysik, die sehr, sehr unterhaltsam ist. Wenn auch teilweise zu unterhaltsam für meinen Geschmack. Kunos Standardfahrzeuge sind ja alle im Standard-Setup eher ein bisschen untersteuernder ausgelegt, einfach um den Einstieg zu ermöglichen. Der erfahrene Simracer kann das dann so ein bisschen so tunen, dass er nicht so viel untersteuert, das Auto ein bisschen schneller ist und so weiter. Dieser Schritt fällt hier von Anfang an weg, habe ich so das Gefühl. Standard-Setup vom Racing Studio, von den Racing Studio Mods. Die sind schon recht aggressiv für meinen Geschmack. Wahrscheinlich für den Geschmack von David Dominguez nicht aggressiv genug. Das ist der Fahrphysikentwickler für dieses Modding-Team. Ja, und mit diesen beiden Mods, wenn man noch spart, kommt reins das GTR2-Feeling auf. Denn auch da sind diese Fahrzeuge vertreten gewesen. Ich glaube, Ferrari und Porsche, die wir beide gerade hier sehen und fahren, könnten aus lizenztechnischen Gründen heutzutage nicht mehr dabei sein, nur noch als Mod. Wie er da quer kommt. Ich habe schon hinten den Stabi weich gemacht. Damit wir da ein bisschen mehr Stabilität haben. Ich wollte jetzt nicht den Heckflügel draufklatschen. Aber ja, teilweise mit Vorsicht zu genießen. Auch auf Curbs. Sehr, sehr empfindlich. Wenn der Curb zu hoch ist und du gehst da mit der vorderen Achse drauf, mit dem Vorderreifen, hebelst dich komplett aus, weil das Auto so steif ist gefühlt und so tief liegt. Und dann hast du ganz schnell das Heck quer stehen. Nochmal um Busch hier. Ja, es ist immer ein starkes Erlebnis in Virtual Reality. Was ich auch sagen wollte, mir ist aufgefallen, die Reifen ohne Reifendecke sind extremst kalt am Anfang. Ich bin auf die Strecke gegangen und ich konnte also nicht ansatzweise die Performance hier abrufen, wie man es jetzt kann. Dann gucke ich so auf die Reifentemperatur, 10 Grad. Also ich weiß nicht, ob das eine Mod-Einstellung ist oder... Ne, Moment! Fällt gerade mal ein, ich habe die Umgebungstemperatur, glaube ich, recht kalt eingestellt. Im Content Manager. Ich denke doch mal, ein kalter Reifen, der ohne Heizdecke aufs Auto kommt, der wird einfach die Umgebungstemperatur haben. Ja, okay, vergisst, was ich gesagt habe. Hauptsache, ihr seid vorsichtig mit kalten Reifen. Boah. Das ist genau das, was ich meine. Links der Curve ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu hart drauf. Das mag ihr nicht. Das könnte man hier nochmal reproduzieren. Da zack, kommt er direkt rum. Ja,
gleiche hier, wenn wir hier drauf kommen würden, rechts. Das mag er überhaupt nicht. Deswegen lassen wir das. Ein 240 hier rumsliden auf dem AstroTurf. Ich glaube, geht los. Und hier etwas verbremst. Nicht schlecht. Merkst auf jeden Fall diesen Porsche Schlitz. Motor hinten und lieber langsam rein und dafür früh wieder raus mit schön Traktion, als alles so ein bisschen drüber. Und dann bist du am Untersteuern, am Übersteuern und kriegst ihn gar nicht mehr auf die richtige Linie zurück. Deswegen ein bisschen Prozent rausnehmen. Dann aber dafür an den wichtigen Stellen wieder rein. Muttern. Wem das Force-Feedback ein bisschen zu schwach ist, der kann im Setup-Menü den Steering Assist-Wert einstellen. Quasi Servolenkung, wie sehr die unterstützen soll oder eben nicht. So, jetzt hier mal Vollgas durch. Du bist aber auch schneller weg, als du Vollgas sagen kannst überhaupt. Meine Herren! Ich würde mal sagen, das war's. Schauen wir zurück in die Box. Testtag vorbei hier mit unserem Porsche. Dasche, Entschuldigung. Und ich denke, fürs nächste Mal holen wir uns dann den Ferrari oder den Ferruccio unter den Hintern. Und wir werden dann vielleicht mal ein kleines Rennen fahren oder mal Tag-Nacht-Rhythmus ausprobieren auf Donington Park oder so. Gibt's ja noch viele schöne Sachen, die wir machen können. Ich verabschiede mich trotzdem, bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo-Knopf. Also den könnt ihr drücken, dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi!